Komisches Layout hat YouTube momentan. Das gefällt mir gar nicht, das Neue. So. Checken wir mal. Enter ist ab, wo welche sind. So. Zapdos. Ah, hier. Drei Entei. Ah, gar nicht so weit. So. Entei. Feuerwehrblitzekoller. Bis 9:07 Uhr. Wie spät ist es? Ja. Schauen wir mal. Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist Freitagmorgen und Entei ist hier. Ich habe bereits ein paar Fotos gesehen. Ein paar von euch haben den schon gefangen. Für alle anderen, hier natürlich wieder das Vorbereitungsvideo. Ein paar Infos, wie viel WP er haben muss für 100% und was für Pokémon ganz gut gegen den sind. Also 100% hat 1930 und das schlechteste 1847. Ich blende das hier eh nochmal ein für euch. Ja, Raikou 1913 und Suicune 1613, aber die zwei kommen eh in 1 bis 2 Monaten, also da machen wir eh noch ein Video extra. Also theoretisch müssten ja dieselben Pokémon gut gegen Entei sein, die gegen Arcani gut waren. Wasser, Gestein und Boden. Und da wird bei den meisten Listen halt vorgeschlagen: Amoroso, Geowatz, Aquana, Despotar, Impalgator, Starmie und sogar Dragonan. Dragonan einfach, weil Feuer uneffektiv gegen ihn ist. Normalerweise pushe ich jetzt ja irgendwas auf Max als Vorbereitung. Geowatz haben wir bereits, Despotar haben wir auch bereits und eigentlich müsste es auch reichen. Ich habe gehört, Entei ist mit 3 Leuten machbar. Dementsprechend brauchen wir jetzt eigentlich nicht so hart gepushte Pokémon. Aber was wir machen können ist, ein paar von den Ammonitas 100% entwickeln. Ich habe den hier. Den habe ich schon ewig. Moment. Seit Oktober. Und früher wurde der mir immer vorgeschlagen zum Kämpfen. Bevor Pinsir mein Liebling wurde, war sogar der eigentlich mein Liebling. Weil ich habe früher echt viel gekämpft, bevor ich mein Gebiet hier aufgebaut habe. Bevor hier alles gelb wurde, war alles rot und blau. Und ich musste halt sehr, sehr viel kämpfen. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, wurde der mir immer vorgeschlagen. Und natürlich bin ich halt immer faul gewesen und bin einfach direkt rein zum Kämpfen. Und dementsprechend habe ich mit dem hier sehr, sehr viel gekämpft. Nicht Polygon. Entwickeln wir die zwei. Erstmal den Schwachen hier. Am besten wäre es natürlich, wenn ich einen mit 2 Wassermoves bekomme und einen mit 2 Rock. Aber schauen wir mal. Candy ist auch nicht genug da, um irgendjemanden von denen auf Max zu pushen. Aber wie gesagt, ich will erstmal ein bisschen Pause machen vom Pushen. So. Machop Ancient Power. Gar nicht schlecht. Gegenteil, Entei. Nur leider 443 WP. Und Nummer 2, der ist schon viel, viel besser, also 922. Ist, glaube ich, relativ hoch. Oh, Machop Ancient Power, auch. Okay. Den kann ich auf jeden Fall verwenden. Ansonsten schauen wir mal meine Konter an. Wasser. Habe ich. Aquana, oder Starmie. Ne, der ist nicht zum Kämpfen geeignet. Ansonsten habe ich echt nur meine Aquanas. Müsste aber reichen. Noch eine kleine Anmerkung zu seinen Attacken, seinen Moves. Quick Move ist entweder Feuerwirbel oder Feuerzahn. Und da ist Feuerwirbel die bessere. Und bei seinen Charge Moves kann er Flammenwurf, Feuersturm und Hitzekoller. Und dabei ist natürlich Hitzekoller die beste. Also Feuerwirbel, Hitzekoller. Das sind die besten Moves für ihn. Entei ist da. 30 Tage ist er da ungefähr. Einen Monat. Also kein Stress. Sollte man locker bekommen. Im Gegensatz zu den Vögeln, die nur 1 Woche da waren. Das war echt schon relativ knapp, wenn man mal nicht so viel Zeit hatte. Und 1 Monat ist echt eine Menge Zeit, kein Stress, Leute. Und der scheint auch nicht so schwer zu sein. Gute Konter-Pokémon sollte eigentlich jeder haben. Wasser hat echt jeder, also Aquanas sollte jeder haben. Vielleicht sogar Amorosus, aber Geowatz und Despotar sind auch okay. Rizoros sogar. Und die sollte echt jeder bereits haben. Aber wie gesagt, 1930 ist 100%.
Und ja, das war's. Relativ kurzes Video. Nur ein Infovideo für euch, damit ihr später bereit seid. Wie gesagt, macht euch keinen Stress. Die sind ein Monat hier und auch relativ leicht zu besiegen anscheinend. Aber wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.